gehört Fußnoten und Endnoten. Bei langen Texten will man keine Erklärungen, die zwischen dem Text stehen, so dass der Text fließender zu lesen ist. Also nummeriere ich einige Ausdrücke, die dann erst am Ende der Seite oder am Ende der Arbeit erklärt werden. Ich setze hier eine Fußnote. Ich setze den Cursor ans Ende des Wortes und setze hier eine Fußnote. Ich gehe hier bei den Werkzeugen zu Verweise. Bei Verweisen hat es hier eine Gruppe Fußnoten. Hier ist die Fußnote zu setzen und hier nachher die Endnote. Also ich klicke auf Fußnote. Sofort springt Word ans Ende dieser Seite und wenn ich wieder nach oben scrolle, sehe ich, beim Wort hier hat es eine 1 gegeben. Also ich scrolle wieder ans Ende dieser Seite und schreibe nun die Erklärung der Fußnote hin. Was ist eine Fußnote? Eine Fußnote ist eine Anmerkung oder eine Legende, eine Bemerkung, eine Quellenangabe oder weiterführende Erklärung zu einem Text oder einem Bild. Wenn nun eine zweite Fußnote gesetzt wird, dann geht das genau gleich. Ich setze zum Beispiel hier auf den Ausdruck Daniel Craig eine zweite Fußnote. Ich markiere Daniel Craig, gehe zu Verweise und setze bei Verweise eine Fußnote. Word springt sofort ans Ende der ersten Seite, nummeriert hier die zweite Fußnote. Ich kann den Text, den Erklärenden, einfügen und diese Nummer 2 ist natürlich auch beim Wort Daniel Craig hier oben im Text vorhanden. Sie ist hochgestellt und wenn ich darüber fahre, wird auch hier der erklärende Text kurz eingeblendet. Was ist eine Endnote? Eine Endnote wird nicht am Ende der Seite, sondern am Ende der Arbeit oder zum Beispiel am Ende eines Abschnittes automatisch hingesetzt. Wir haben hier eine Fußnote bereits gesetzt, das heißt es sind 2 und ich möchte nun noch eine Endnote setzen. Zum Beispiel Garold weg, hier möchte ich eine Endnote setzen und zwar möchte ich die Erklärung, wer diese Frau ist, die möchte ich dann an das Ende setzen. Ich schneide zuerst den erklärenden Text aus mit Ctrl-X. Ich lösche hier noch ein Komma. Und jetzt möchte ich zu Garold weg eine Endnote setzen. Ich gehe nun hier beim Thema Fußnoten zu Endnote einfügen und Word wird sofort ganz ans Ende meiner Arbeit fliegen jetzt. Und ich bin auf Seite 8 angelangt. Hier hat es jetzt einen Buchstaben statt eine Nummer gegeben und im Zwischenspeicher habe ich ja bereits die Erklärung. Ich füge die mit Ctrl-V hier wieder ein und man sieht nun am Ende der Arbeit, sie ist Professorin für Psychologie an der Stanford University. Ich scrolle wieder zur Textstelle, wo ich diese Endnote gesetzt habe und stelle hier fest, auf der Seite 1 bei Garold weg ist das kleine i auch zu sehen und auch hier wird eine kleine Vorschau eingeblendet, wenn ich darüber fliege. Ich setze eine zweite Endnote und zwar hier auf das Wort Intelligenz. Ich mache einen Doppelklick, gehe wieder zum Thema Fußnoten, hier klicke ich auf Endnote, sofort fliegt Word wieder ans Ende, dort wo bereits eine Fußnote drinsteht. Ich füge hier die Erklärung zum Wort Intelligenz ein. Ich habe es aus Wikipedia kopiert, das ist eine lange Erklärung. Und ich stelle nun fest, Word nummeriert die Endnoten nicht, sondern es fügt hier ein I ein, dann ein Doppel-I. Die nächste
Endnote wäre ein Triple I und so weiter, und das ist doch ziemlich unpraktisch. Ich möchte das ändern in A, B, C, D, denn eine Nummerierung habe ich ja bereits bei den Fußnoten, also gäbe es hier ein Durcheinander, wenn ich das auch noch nummerieren würde. Also A, B, C wäre gut. Das ändere ich jetzt. Ich gehe wieder zur Gruppe Fußnoten. Hier hat es bei diesem kleinen Pfeil weitere Optionen. Ich klicke hier drauf. Weil ich nun eben eine Endnote erstellt habe, betrifft diese Option hier auch gerade die Endnoten. Hier steht, meine Endnoten stehen am Ende des Dokuments. Das stimmt soweit. Sie sehen, ich könnte es auch noch ans Abschnittsende verschieben, aber ich lasse das nun am Ende des Dokuments. Dann hier zu den Spalten, da komme ich nachher noch drauf, und beim Format sehe ich, ah, das sind ja lauter I, das ändere ich nun von all diesen I's zu A, B, C. Das kann ich hier lassen. Wie soll nummeriert werden, von A weg, fortlaufend oder wie, das ist auch richtig. Und ich übernehme diese Einstellung und sofort werden nachher meine I's ersetzt durch A, B, C. Und hier sehe ich A, B, C. Selbstverständlich ist das auch auf der Seite 1 nun angepasst. Und ich sehe hier bei Garold Weg ist bei der Endnote ein A erschienen und bei der Intelligenz hier ein B. Jetzt entdecke ich gerade etwas, das passiert ab und zu. Jetzt sieht es aus, als würde dieses B hier am nächsten Wort kleben, und zwar am Wort automatisch. Ja, das macht es tatsächlich automatisch. Ich muss das ein bisschen korrigieren. Hier ist ein Leerschlag, den entferne ich nun, sodass das B nachher an der Intelligenz klebt. Und nach dem B soll ein Leerschlag erscheinen. So, jetzt gehört das B eindeutig zur Intelligenz. Ich komme nochmals zurück zu meiner Fußnote hier. Ich gehe zu den Optionen. Ich sagte, ich käme hier zurück auf das Thema Spalten. Im Moment wird das Layout an das Abschnittslayout angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt keine Spalten habe, dann sind die Fußnoten auch nicht in Spalten gesetzt. Ich ändere das nun auf 2 Spalten. Das heißt, die Fußnoten sind nachher nicht untereinander, sondern in Spalten angeordnet. Ich sage hier übernehmen und sofort habe ich hier 2 Spalten statt 2 Zeilen. Ich gehe mal ans Ende meines Textes. Und hier haben wir ja die Endnoten. Wenn ich hier hineinklicke, kann ich wieder zu den Optionen gehen. Und wieder ist dasselbe Thema nochmals, Spalten. Auch das passt sich an den Abschnittswechsel an. Und wenn ich das auf 2 Spalten stelle, dann sollten auch 2 Spalten erscheinen. Aber komischerweise funktioniert das nicht. So. Ich glaube, das war's, auch wenn nicht immer alles funktioniert hat.